Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 22 Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Und ja, Freunde, am Donnerstag um 20.30 Uhr gibt es den nächsten Livestream. Dann mit einem schönen Champions League Pack Opening, könnt ihr euch drauf freuen. Wird eine wilde Angelegenheit, hoffentlich mit viel Pack Luck. Und genau, ich würde mich freuen, wenn ihr mit am Start seid. Freunde, heute gibt es auch ein Champions League Pack Opening, und zwar das der erste große Champions League Pack Opening, wenn man so sagen darf. Ich habe im Stream schon mal da ein paar Packs geöffnet, aber jetzt hier im Video gehen wir nochmal rein in ein schönes, fettes Opening. Ich habe richtig Bock. Jetzt aber nochmal eine kleine Info. Gestern kam mein Spiel um Platz 3 online im Reunited Cup gegen Schlachti. Also, wenn ihr wissen wollt, ob ich den dritten Platz gesichert habe oder nicht, schaut auf jeden Fall das Video von gestern an. Und dann wollte ich noch eine kurze Sache in eigener eigene Werbung kann es auch nicht nennen, aber so in einer Sache sagen. Und zwar, ich habe aktuell, das hatte ich im Stream am Donnerstag gemacht, haben wir einen Minecraft-Server eröffnet. Und an die Leute, die Bock haben, daran teilzunehmen, können jetzt gerne in die Kommentare schreiben oder mir auf Discord schreiben. Der Discord-Link ist unten in der Videobeschreibung. Einfach eine Privatnachricht schreiben, weil wir haben da in Minecraft einen eigenen Server. Ich habe da einen eigenen Server erstellt. Und da sind jetzt auch immer ein paar online, ein paar Zuschauer. Und wir bauen da Häuser, farmen Sachen. Also, falls ihr noch jemand da draußen ist und Minecraft auf dem Handy spielt, also wichtig, ihr müsst die Handyversion haben, könnt ihr gerne auch reinkommen. Schreibt mir, wie gesagt, auf Discord. Könnt ihr rein. Aber ich werde jetzt hier keine Minecraft-Videos machen, weil nicht, dass ich denke, das wird ja weiter wie für Mobile bleiben. Ich meinte einfach nur so generell, das spiele ich halt privat, Minecraft aktuell, und genau, so ein Server mit dann eigenen Leuten, mit den eigenen Abonnenten, ist eigentlich schon ganz cool. Also, falls jemand Interesse hat, gerne, ja, Discord anschreiben. Und dann seid ihr dabei. So, Freunde, ich würde sagen, genug gelabert. Wir gehen rein. Champions League Pack Opening. Lego, ich hab Bock. Wir gehen rein. Wir gehen erstmal hier rein in zwei Packs. 100 Plus Pack und 10 USA-Punkte. Mal gucken, was wir heute so alles ziehen. Mal gucken, was wir heute so alles öffnen. Das wird, wie gesagt, so das erste große Champions League Pack Opening. Und wir ziehen 100 Süler. Kann man die jetzt auch verkaufen? Nein, die kann man nicht verkaufen. Ich blick da immer noch nicht so richtig durch. Naja, gut. Zweites Pack. Man kann auch nur hier 103 ziehen, also das Beste ist 103. Von daher sind es jetzt eigentlich nicht so die Packs. Und Antonio Silva. Okay, hier haben wir durch. Wir können jetzt hier im Bonusfahrt uns den ersten UCL-Punkt abholen. Und somit können wir uns da, glaube ich, schon mal den ersten geilen Spieler abholen. Wir haben jetzt hier einen Punkt. Mit dem einen Punkt können wir uns hier jetzt einen Rodrigo holen. 106, sehr, sehr geil. Ist zwar nicht verkaufbar, aber ich nehme ihn trotzdem mit, ne? Ich nehme ihn trotzdem mit, damit wir nochmal schön die Animation sehen. Lego, rechter Flügel, Real Madrid. Da haben wir Rodrigo, 106. Boom, Junge. Ich finde es auch schade, dass man die nicht in den Umtausch schauen kann, ne? Wenn man die wenigstens in den Umtausch schauen könnte, wäre es ja auch nochmal etwas besser. Aber ich weiß nicht, warum EA das nicht macht. Das ist mir immer noch ein Rätsel. Na gut. Ich hatte in Star Wars jetzt hier noch was, aber das sind nur genau die Sachen. Zack, zack. So, Quest können wir... Was? Achso, ne. Quest können wir abholen. Zack, zack. Dann habe ich 50. Kriege ich hier noch? Ah ja, okay, gut, perfekt. Das sollte klappen. Wir machen auch heute den April-Scherz-Umtausch. Habe ich mal Lust drauf. Ihr habt ja die ganzen Sachen hier gesehen von EA, die April-Scherze. Ja, auch wieder so eine Sache für sich selbst, ne, was er sich da wieder gedacht hat. Und 100er Meier von Dortmund. Okay, dann können wir uns das jetzt nochmal schnell abholen. Zack, zack. Bam, bam. Haben wir. So, Umtausch werden wir wahrscheinlich heute auch machen. Habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Müssen wir uns auch wahrscheinlich noch ein paar Spieler kaufen, ne? Egal, ich würde es mal gerne jetzt hier diesen April-Scherz-Umtausch machen. Der ist irgendwie... Ja, irgendwie ist er lustig. Ich mache ihn einfach mal. 70 plus, ich bin mal gespannt. April-Scherz-Umtausch, let's go. Wir ziehen sogar Champions League-Spiel, okay. Lol, Deutschland. ZM. Gündogan. Lol, 107er Gündogan aus so einem April-Scherz-Pack. Ja, moin. Alter, das war ja mal okay, Alter. Also dieser April-Scherz, der hat sich jetzt mal richtig gelohnt. Kann man den verkaufen? 107. Nee, kann man nicht verkaufen. Ja, okay, scheiße, aber... Ja, lustig. Okay, gar nicht mal so verkehrt. Ich frage mich wirklich, warum... Was soll ich denn mit diesen Spielern machen? Ich brauche doch eine Verwendung dafür. Warum sind die nicht
Verkaufbar. Ich verstehe es nicht. Es geht nicht in meinen Kopf rein. Oder auch die hier. Was soll ich mit denen machen? Trainieren oder was? Weil das ist doch Kacke. Wenn die nur da sind, um zu trainieren. Wirklich, das regt mich gerade schon wieder auf. Ohne Witz, ne? So 106 würde ich eigentlich hier gerne nochmal machen. Yep, das sieht auch sehr, sehr gut aus hier mit dem 106 Plus Pack. Da bin ich mal gespannt. Walkout garantiert und diese Spieler kann ich auch verkaufen. Das ist cool. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Gündogan wieder. Oh, Stürmer. Oh, Timo Werner hat 106. Ah, okay. Ah, okay. Ah, Timo Werner mit 106. Ah, weiß ich nicht. Ah, und er geht auch nicht raus. Ah, ich probiere es einfach mal. Ich probiere es mal. Genau. Wie sieht's aus mit 103? Geht da auch irgendwas in die Richtung? Oh, guck mal hier. Da geht auch was in die Richtung. Da geht auch was in die Richtung. Bin ich mal jetzt auch gespannt. Let's go. 103 plus. Kann vielleicht was Cooles sein. Boah, das ist ja nicht, ist ja klar. Und Herr Halzenberg, das ist nichts Cooles. Ey, warum ziehen wir zwei Leipzig-Spieler? Das gefällt mir jetzt nicht. Das gefällt mir jetzt nicht. Was brauchen wir eigentlich für 108? Ja, aber 106 ist so teuer, ne? Nee, nee, nee. Wir machen erstmal hier nochmal einen 103er. Hier 106 plus Umtausch. Das heißt, ich brauche nochmal 103er. Und zwei Stück. Okay, ich denke mal, die 103er sind nicht allzu teuer. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Zack, zack. Und Programm UCL. Ja, gut, 1 Million. Ja, okay. Ja, gut, mache ich jetzt einfach mal. Vielleicht vor zwei sind. Ja, okay, komm, egal. Egal. Aber die gibt es halt auch gar nicht, ne? Die sind hier auch wirklich selten. Na egal, machen wir mal. Ich habe ja genügend Coins. Sagen wir es mal so, ne? Sagen wir das mal so. Und hier, Marktsituation, okay. Die sind noch nicht auf dem Markt. Also, wenn so ein Figu da ist, werde ich mir den auf jeden Fall holen. So, jetzt aber nochmal 106. Plus. Jetzt bin ich nur nochmal gespannt. Ja, jetzt bin ich jetzt nochmal gespannt, ne? Sag ich so, wie es ist. Come on. Come on. Das Beste, was man da ziehen kann, ist 107, ne? Aber so ein, boah, so ein Musiala wäre schon geil. Musiala wäre schon geil, oder Davis? Abfahrt. Lego. Und 107 kann man wahrscheinlich auch besser verkaufen als 106. Und? Was ist das denn? Taremi oder was? Was hat der 106, ne? 107. Oh, Taremi hat 107. Okay. Oh, okay. Das ist gut. Das ist gut. 107 nehme ich mit. Jetzt ist halt mal wieder die Frage aller Fragen. Geht nicht raus. Schade. Ah, schade. Na, okay. Geht nicht raus. Komm, Marquinhos können wir auch mal raufstellen. Aber wir können jetzt so langsam aber sicher ein paar Coins wieder machen. Das ist schön. Ist die Frage, was ist eigentlich mit meinem Gerdi? Ich hätte ja so gerne noch meinen Gerdi, aber es wird auch schwer. Wird auch schwer. So, gehen wir nochmal in den Shop rein. In den Shop, 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 Shop. Was haben wir denn hier? Tageslimit. 103 plus. Aber ich will einen Banger öffnen. 2000. 103 plus. Das hier 106 plus. Ja. Kann man hier noch so Gems öffnen? Nee, auch nicht. Aber das würde ich ja hier gerne noch mal in einem anderen Video machen. Das Pack hier. Das könnte mal richtig reinschallern. Das mache ich wahrscheinlich in einem anderen Video, aber ich fand den April-Scherz. Oh, da ist ein Punkt, sehr schön. Ich fand den April-Scherz eigentlich schon lustig, ne? Also, das heißt lustig, aber dass ich da halt ein Dings rausgezogen habe. Ein Gündogan ist halt schon geil. Das Blöde ist halt, dass man die ja nicht verkaufen kann. Also, ich verstehe es nicht, Freunde. Ich kann es nicht verstehen. Luis kann ich auch nochmal schnell verkaufen. Ich kann es halt einfach nicht verstehen, warum man diese Spieler nicht verkaufen kann. Ich möchte ja gerne einen Grund wissen, warum genau diese Spieler man nicht verkaufen kann. Ja. Vielleicht. Nee, kann ich mal. Ich weiß es nicht, Freunde. Falls ihr mal eine Idee habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin ratlos. Und ich bin jetzt auch ratlos. Wo ist mein Loris? Der hatte doch. Hä? Der müsste 99 haben, oder? Ich habe vorbeigescrollt. Ja. Oh. Ja, schreibt mir jetzt gerne in die Kommentare, Freunde, wenn ihr das wisst. Warum da ein paar Spieler nicht verkaufbar sind. Na komm, hier machen wir nochmal schnell ein paar Coins auf schnelle Welle. Wo war das jetzt hier? Ja.
Ronaldo. Ja, hole ich mir dann privat alles ab. Aber nochmal ein paar Coins hier auf ganz entspannt gemacht, Freunde. Und dann würde ich auch sagen, soll's das gewesen sein mit diesem Video. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ja morgen in alter Frische wieder. Morgen in alter Frische. Nächstes Video könnt ihr euch drauf freuen. Bis dahin, Freunde, macht's gut. Haut rein und ciao.